Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Raft. So, jo. Das alles ist ganz schön schwierig mit der Möwe, ne? Könnte auch sein, dass ich das Fenster nicht mag. Ich habe es jetzt mal etwas ausgebaut. Mal schauen, ob sie nochmal auf ihrem Nest sitzen bleibt. Gefällt mir ehrlich gesagt nicht so gut. Aber was soll man machen, ne? So. Okay. Falsche Kiste hier. Ich werde mal, glaube ich, gelbe Farbe machen. So. Und hoffe nach wie vor auf eine Insel, die es scheinbar nicht gibt, weil sie alle weggepatcht wurden. Ja, halt. So nicht. Jetzt ist er hin. Da gibt es aber auch noch eine Möglichkeit, eine Trophäe zu kriegen. Aber wahrscheinlich geht es dann mit dem Bogen oder so, ne? Wenn man das Viech mit dem Bogen oder so erledigen kann. Keine Ahnung. Aber es gibt Möglichkeiten, dass man einen Haikopf bekommt. Habe ich auch gesehen. So. Das ist ein schönes Gericht. Da wäre wieder die Möwe. Aber sie nistet nicht mehr hier. Verdammt. Vielleicht mag sie es doch nicht, wenn es überdacht ist. Das kann ich ja nicht wegreißen, oder? Weil dann ist alles kaputt, oder? Oh doch, es wird stehen bleiben. Schau mal. Aha. Aha, da kann man tricksen. Okay. Die wären aber nicht Not gewesen, glaube ich, ich Trottel, ne? Ja, die wäre nicht Not gewesen. Weil das steht ja so auch. Ich bin nur dumm. Ey, Mann. Ja. Ich gehe mal wieder. So. Vielleicht haben wir Glück und die Möwe möchte sich irgendwann wieder mal hierher platzieren. Wäre halt wirklich schön. So. Noch schöner wäre es jetzt endlich mal eine Insel zu kriegen. Sind wir hier schon seit weiß Gott wie vielen Parts ohne Insel unterwegs. Das ist nicht schön. Da, 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 da. Nom nom. Lecko schmecko. Essen. So, ein paar Rüben wieder rauf. Ich könnte aber auch die Fische das nächste Mal verbraten. Aber ich hätte gerne Insel. Tja. Wir könnten inzwischen unser Floß weiter ausbauen. Geh weg. Lass meine Blumen. Die haben dir nichts getan. So, ich esse mal was. War dann Seeming dabei? Tatsächlich, den pflanze ich gleich wieder ein. So, haben wir noch einen Sämling bekommen? Nein, aber Blümchen. Okay. Das heißt, bei der nächsten Insel, falls wir eine finden, wird sich's wieder rentieren, die Sämlinge und die Blumen vor allem auch wieder aufzusammeln. Jo. Die Blumen könnte ich eigentlich gleich behalten. Könnte ich gleich Farbe wieder draus machen. Ich bin schon wieder durstig. Es ist unglaublich, ne? Prost. So. Einmal Farbe, bitte. Die blaue nehme ich mit. Ach so. Oh. Es stapelt sich hier sowieso. Aha, alles klar. Das wusste ich nicht. Super, zieh sie weg. Tschüss. Grrr. Die ist jetzt richtig schön. Cooler, cooler. Platsch, weg. Schön.
Das war jetzt sehr elegant. So, die gelbe Farbe nehme ich mal mit. Die haue ich auch. Die war, glaube ich, hier, ne? Ja. So. Schön rein damit. Dann werden wir mal was essen. Gut. Und was noch? Nichts mehr noch, ne? Ich kann eigentlich schon wieder nach oben gehen. Ich würde so gern die Suppe essen. Hier gehört auch noch eine Lampe hin, fällt mir gerade auf. Ich werde mal schnell noch was essen. So. Nochmal Rüben auf den Grill. Und dann brauchen wir noch eine Lampe. Mir fehlen Planken und Schrott, war klar. So. Und Wasser brauche ich auch wieder für die Flasche. Die machen wir auch gleich. Ja, ja. So, immer schön her damit. Was willst du denn? Ich werde hier noch ein paar Rüben pflanzen derweil. So. Ernten bitte, danke. So, gießen. Und wieder ernten. Die Möwe mag das da oben, glaube ich, nicht. Keine Ahnung, warum. Und ich bin immer voll wie ein Christbaum. Es ist unglaublich. So, perfekt. Das ganze Wasser verbraucht. Jetzt können wir das auf einmal nachschütten. Das passt gut. Jetzt können wir hier uns wieder vollfüllen, die Flasche. Hoppala. Da muss ich öfter drauf drücken. So, jetzt haben wir's. So. Perfekt. Wo ist meine Tasse? Wo ist meine Tasse hin? Ich glaube, die habe ich unabsichtlich weggeschmissen. Kann das sein? Tasse! Bauen wir uns halt eine neue. Habe ich Kunststoff? Ja. Haben wir da. Ich werde mal das da weghauen und die Tasse nehmen. Habe ich es jetzt? Ja. Passt. Weil da wollte ich jetzt Salzwasser nehmen und befüllen. So. Genau so. So. Perfekt. Achso, ist schon voll. Kommt er halt echt nicht mit diesem Viech, ne? Und ich komme nicht mit, warum wir hier weit und breit keine Inseln mehr finden. Ist das jetzt das Dead End sozusagen? Ups, jetzt wollte ich da hoch und bin auf die Seite getreten. So, Küche. Da. 1, 2, 2, 3. Und die Fische lege ich jetzt auf den Grill. Ich hoffe, das klappt noch. So. 1, 2, 3. Die essen wir gleich weg. Ist zwar ein bisschen Verschwendung, aber egal. So, dafür kommen die Fische so schön auf den Grill. Genau. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. So, ich brauche halt ein bisschen an Schrott. Glaube. Hoppala. So, da waren jetzt die Blätter drin. Hier haben wir den Schrott, genau. So, Schrott haben wir da. Ich müsste mal echt das Ganze, den ganzen Müll wegschmeißen. Ich wollte nämlich eine Laterne bauen. Machen wir gleich zwei. Weil, die eine machen wir schön hier hin. Geht die mitten rein? Tatsächlich. Ich wollte sie ein bisschen drehen, eigentlich. Ja, das ist schön.
Das ist echt schön. Vielleicht mag die Möwe auch ein bisschen Licht. Vielleicht so. So. Wo bist denn, du Mistviech? Ist wieder da, ne? Das dauert überhaupt nicht lang, der Mistkerl. Und ich war hier. Hallo, ich hätte gern eine Insel. Unglaublich. So, die Blume braucht noch ein bisschen. Die können wir danach pflanzen. Vielleicht möchte sie auch keine fertigen. Das könnte auch sein. Trink mal wieder einen Schluck. Zwei vielleicht sogar. So. Da können wir wieder nachfüllen. Eins. Zwei. Und ein drittes Mal. Weil mehr haben wir nicht gebraucht. So, aha, jetzt stürmt es wieder. Da oben wollte ich eigentlich eine Blume anpflanzen. So, hier können wir wieder eine Blüte reingeben. So. Na, geht schon. Entfernen. Aha. Jetzt so. Jetzt so. So, die Farbe können wir wieder lagern. So. Okay. Oh, ich habe zu viele Batteln. Fällt mir gerade auf. Aber egal. So. Ja, ne? Schönes Wetter heute wieder. Da kann ich natürlich sehr gut sehen, ob es irgendwo eine Insel gibt. Dann fahre ich wieder vorbei. Es ist hervorragend. Aber wir könnten trotzdem mal... Ist sie da? Nein. Ich glaube, das Überdachen mag sie gar nicht. Keine Ahnung. Gut. Dann würde ich sagen, wir könnten hier mal ausbauen, ne? So. Dann so, dass ich wieder Platz im Inventar habe. So und so und so und so. Dann könnte ich das vielleicht wieder aufheben. Ah, schmeiß mal das halt weg. So. Dann könnte ich wieder mal was essen. Nom, nom, nom. Und der andere Fisch ist eh schon verschwunden. Super. Das habe ich hervorragend gemacht. So. Gut. Das zu dem. Dann. Mehr Planken habe... Doch, ich habe noch mehr Planken. Das ist gut. So. Könnte man so machen. Und... Na, ich glaube, das belasse ich so. Mache ich hier einfach zu. Glaube ich. Ah, das war auch verkehrt. Das war's falsch. Ich will immer das Dach nehmen. Ich weiß nicht warum. Aber ein Dach könnte man auch mal bauen. Wobei, das könnte man, glaube ich, auch als normale Schräge verwenden, glaube ich, ne? Jetzt fehlen mir wieder die Nägel. So. Nagel. So. So. Und so. Ah ja, und die Planken, natürlich. So, wieder ein Floß. Aber keine Insel. Das ist schon ein bisschen komisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Da. Mal wieder schön einsammeln. Zwei Möwen. Mhm. Zwei Möwen haben wir da.
So, so, so. Schön pflanzen. Aha, da fehlt wieder. Da habe ich wieder zu viel. Hoppala. Egal, machen wir reine Rübendinger. Passt schon. Eins, zwei. Drei, vier. Und für mich ein Schluck. Passt. Jetzt habe ich für die Blume immer noch keinen Platz. Achso, ich könnte den wegessen. Nom. Und jetzt. Jawohl. So, was haben wir hier? Palmblatt. Das braucht kein Mensch. So. Dann kann ich zuerst das Salzwasser hier reinschütten. Na, geht natürlich nicht. Zuerst muss das Süßwasser weg. Ja, okay. Dann halt auf die komplizierte Weise. Ich muss mal kurz zum Kollegen. Da. Geh sterben. Nerviges Scheusal. Du, ja. Blödes Viech. Das ist echt erstaunlich, dass es weit und breit keine Inseln mehr gibt, als wenn ich da einen Bug hätte. Wie viel Pech kann man eigentlich haben? Sehr viel Pech, wie mir scheint. Tja. So. So. Das tragen wir wieder weg. Hoppala, falsch. So. Hier rein. Die Farbe blau. So. Jo, ich könnte ein paar Seile noch herstellen. Ist vielleicht besser, wenn Platz sparen oder so. Ja. Mann, würde ich mich über eine Insel freuen. Was sowas gibt. Ich würde so viel Metall brauchen. Unglaublich viel Metall, unglaublich viel Seetang. Und nix. Wir bekommen nichts. Na gut. Es hilft nichts herumzuweinen. So. Nein. Falsch. Böse Zocki. Jetzt besser. So. 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 Ah, geht schon raus. Sitzt sie jetzt schon mal oben? Na, die mag das, glaube ich, echt nicht, wenn es überdacht ist. Ich reiß das jetzt wieder mal ab und test mal, ob das jetzt wirklich eine dumme Idee von mir war. Weil fliegen wird sie ja. Reiß mir die Hütte ab. So. Vielleicht mag sie das wirklich nicht. Dann kann ich das auch wegreißen, weil es schaut auch furchtbar hässlich aus. Das war halt mal ein Versuch. Ah. Passt. Dann probieren wir es nochmal. Oder sie mag vielleicht auch das Fenster hier nicht. Ah, normal dürfte das nichts ausmachen, oder? Werden wir sehen. So. Hier könnte ich eigentlich nochmal sowas hinbauen. Das schaut besser aus. Das ist stabiler aus. Und hier vielleicht auch nochmal. Und hier nochmal sowas drüber. Genau, dann regnet es nicht mehr rein. Ja. Da drüben wäre das auch nicht schlecht. Sowas zu bauen. Zack. Ah, haben wir schon wieder zu wenig. Aber ich glaube, für das
reicht's noch. Schaut jetzt ein bisschen komisch aus, aber jetzt regnet es normal auch nicht mehr rein. Haben wir jetzt mal eine Insel da? Alter Schwede. Bitte! Insel! Furchtbar. Das geht auch? Hier drauf? Okay, das wird aber komisch ausschauen. Na, Fisch. Mal schauen, ob die Möwe jetzt ihr Zuhause wieder lieber mag. Gut. Das zu dem. Dann würde ich sagen, kann man hier noch, wenn wir Nägel hätten, habe ich bald wieder. Warte, so. Könnte man hier nochmal so einen wieder aufstellen. Dann könnte man schon wieder weiterbauen da. So, so. Genau. Dann schaut das hier auch schon bald nach was aus. Und hier wollte ich... Ja, was ich mit dem zweiten Nest mache, weiß ich noch nicht. Vielleicht, wenn wir nochmal eine Etage höher haben, vielleicht dann irgendwas. Mal schauen. Auf jeden Fall... Bin ich gerade am Grübeln? Ich denke, hier könnte ich nochmal eine Treppe bauen. Aber jetzt noch nicht. Da ist er. Wenigstens ein Schlag. Zwei kennen sich aus. Super. Besser als nichts. Da fehlen schon wieder die Planken. Kann ja gar nicht wahr sein. So. Insel! Bitte! Erscheine! Herrschaftszeiten. Bitte erbarme dich. So. So. Na, machen wir lieber noch einmal Kartoffel. So. Also wenn sie das Möwenviech jetzt nicht den Bauch vollschlagen kann, dann weiß ich auch nicht. Aber vielleicht habe ich ja wirklich gerade einen Bug. Na, überhaupt gar keine Insel mehr. Überhaupt nichts mehr. Schon seit keine Ahnung wie vielen Parts. Da, 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 da. Da, da, da. Vielleicht müsste ich auch mal wieder sowas ansteuern wie da. Vielleicht spawnt da eine Insel. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich setze mich mal hin. So, immer vor das Arbeiten und Stehen. Boah. 68 Tage haben wir überlebt. Schön. Ich glaube, ich kann das wirklich abholen. Wir segeln wirklich genau drauf zu. Ich rüste schon mal meinen Speer aus. Du Mistviech. Du Haifisch, du Dreckiges, du Schirches. Das war nur nett gemeint. Und das könnte ich auch noch überdachen hier. Da oben nochmal so eine Reihe. Und dann einen schönen Zaun, so wie hier. Vielleicht. Ja, komm zu Mama. Mama. Komm zu Mama, das wollte ich Papa sagen. Und dann ist eine Papa rausgekommen, ne? Dieses Möwenviech. Ganz oben wäre die Kiste. Ich versuche sie mal zu bekommen. Wahrscheinlich schwimmen wir genau dran vorbei. Kann man eigentlich auch ein Floß angeln? Was war denn das? Na. Das geht nicht, ich wollte es mal probieren. Aber, Hü-Hüpf. Jawohl, das hätten wir schon mal. So. Wow. Hü-Hüpf. Mann, ey. Jetzt habe ich versagt. Aber Vollgas versagt. Ja, jetzt muss ich zurück zu meinem Schiff. Zu meinem Boot, sonst ist es weg. Das habe ich jetzt echt versemmelt. Vollgas, ich habe keine Übung mehr. So schaut's aus. Gut, was macht man jetzt? Keine Insel, nichts mehr? Jetzt ist die Spannung schon ziemlich unter den Hund. Puh, damit hätte ich nicht...
Also damit habe ich nicht gerechnet, dass wir überhaupt gar keine Insel mehr finden. Vielleicht sollte ich mein Flößchen mal in Bewegung setzen, irgendeine Richtung blind. So Segel setzen. Und vielleicht irgendwie so schräg. In der Hoffnung, dass wir irgendwie dann mal was finden. Keine Ahnung. Es ist Nacht, jetzt wäre auch nicht schlau, ne? Vielleicht hat das schon geholfen, ne? Dass wir vielleicht ein bisschen auf einen anderen Pfad kommen, vielleicht. Keine Ahnung. Es ist kompliziert. Hier könnte ich auch noch überdachen, fällt mir gerade auf. Habe ich jetzt noch Planken mit? Nicht viele, eigentlich gar keine. Zack. Was haben wir hier noch Schönes? So, jetzt habe ich wieder normalerweise genügend Planken. So. So. Könnte ich hier, zack, und zack, auch überdachen, ne? Mit, wenn es klappt, zack, und zack. Jo, ich glaube, so schaut schön aus. Wobei, hier gehört auch noch einer hin. Aha, da fehlen mir wieder die Nägel. Aber es gehört tatsächlich noch einer her. So, das schaut das symmetrisch aus und schön. So, ja, ja. So schaut das schon schön aus. Dann könnte ich noch bauen. Hier. Eine kleine Überdachung. Dann schaut das auch schon schöner aus. Hier vielleicht noch so ein Eck. So. Ja. Da ist er wieder. Zwei, drei, vier. Jawohl. Sehr gut. Wir kommen es retten. So, schnell reparieren. Passt. Noch eins? Na, fertig. Das ist nicht so einfach, ne? Aber ich fürchte, die Möwe habe ich beleidigt. Die kümmert sich gar nichts mehr um ihr Nest. Der ist das jetzt mittlerweile schon ziemlich Wurst. Das ist, ja, ein bisschen blöd gelaufen, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht sollte ich es abmontieren und nochmal neu hinsetzen. Huch, wo ist es hin? Da. Zack. So. So. Ich werde die vielleicht auch nochmal neu bepflanzen. Mit Kartoffeln. So. Vielleicht hilft's ja. Und ich werde auch mal was trinken, bevor ich hier verdurste. Und der Part ist auch zu Ende. Alter Schwede. Jo. Irgendwie ein bisschen schade, ne? So, schön vollfüllen. Irgendwie schade, dass wir hier keine Insel finden mehr da. Ich habe jetzt echt ein bisschen Sorge, dass es da einen Patch gab, den ich übersehen habe, der irgendwie die Inseln verschwinden ließ. Das wäre echt nicht schön. Naja. Was soll's. Ihr Lieben, das war's für heute.
Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!